Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute packe ich jetzt endlich mal das Tab 7 aus. Die Tastatur habe ich jetzt schon mal auspackt und jetzt geht's auf so. Oh, da haben wir es endlich. Oh, da habe ich schon so lange im Griff gewartet. Und ich muss sagen, für mich ist es natürlich auch echt ziemlich toll gewesen. Oh, ziemlich schwer, muss ich sagen. So, legen wir erstmal eine gute Unboxing mal hier zur Seite. Das ist jetzt der Stift. Ja, fühlt sich ganz gut an, ist ein bisschen plastikhaft. Mein Gott, kann mir vorstellen, damit gut zu schreiben. Jetzt das Netzteil. Ja, so, sieht hier jedes aus. Aber schwarz, weiß nicht. Und er muss jetzt natürlich auch zur Farbe vom Tablet passen. Oh, wenn jetzt meine Kamera scharf ziehen würde, wäre ich echt sehr dankbar. Jetzt. Sorry wirklich für die Qualität. Tut mir echt leid, die ist gerade echt nicht so gold. Und es hat 15 Watt. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Aber ich glaube, 15 Watt ist es nicht so schnell laden. Aber mein Gott, wird schon gehen. Ich bin gespannt, wie lange der Akku hält. Und da sind wahrscheinlich. Ja, ich habe schon verdacht. Keine Ahnung, wie man das da jetzt rauskriegt. Da drinnen ist dann. Natürlich die ganze andere und so, hier ist das normale Kabel. Und jetzt, worüber ich mich sehr, sehr freue, ihr seht es. Zieh scharf. Das ist echt peinlich jetzt endlich. Mein Gott. Das kann man sich nicht vorstellen. Es hat USB-C zum Glück. Endlich. Also USB-C ist wirklich echt ein geiles Feature, weil dann kann ich mein Tablet genauso wie mein Handy laden. Und jetzt endlich das Tablet. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie es aufgeht. Ja, da kann man irgendwie nicht dran ziehen. Wie geht das jetzt? Wie kriege ich das jetzt auf? Ich sehe es, wie ich es aufkriege. Mein Gott, ist das traurig. Ich bin so dumm. Na, hinten kann man es aufziehen. 100 Unboxings angeschaut, aber noch immer noch nicht wissen, wie man es überhaupt drauf macht. So. Jetzt. Oh, edel. Ich weiß nicht, ob man es hört. Oh, hört sich das. Und dann, okay, erstmal die halbe Verpackung zerrissen. Aber Hauptsache überhaupt. Oh. Endlich. So. Wo ist der Anschaltknopf? Oben. Schau mal, geht's an. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es geladen ist. Von Haus aus. Und oh, es ist geladen. Junge, jetzt bin ich so. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Ich habe mich so drauf gefreut, weil mein Nerven-Genie vergessen. Ich habe 680 Euro gezahlt. Dazu dann noch die Tastaturcover, was kostenlos zum Glück dabei, weil das Angebot gibt es gerade wieder. Das ist natürlich in der Infobox verlinkt und so. Jetzt geht's an, jetzt muss ich das jetzt dann noch einrichten. Und jetzt, keine Ahnung, wie das jetzt geht. So, holen wir mal das Tastaturcover dazu. Und ja, da haben wir es auch schon. Ich bin gespannt, wie ich mir das jetzt hinmacht. Ich habe schon drauf gewartet. Nee, so kurz glaube ich noch nicht. Okay, das geht jetzt nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber jetzt müsste es hinten auch passen. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sieht. Das ist natürlich schwierig, das auf die Kamera drauf zu bringen. Okay, so gut. Weiß nicht, wie man das jetzt. Das zieht sich zwar magnetisch an, rastet aber nicht gescheit ein. Keine Ahnung. Und jetzt den Ständer aufmachen. So. Keine Ahnung. Ich hoffe, das geht nachher noch ein bisschen besser. Aber so ist es nichts. So, und jetzt. Kann ich richtig das Ganze mal ein und wir sehen uns jetzt dann gleich wieder, wenn ich fertig bin mit dem Einrichten und dann kommt mein erster ein zurück zum Tablet. So, da das alleinige Unboxing ein bisschen langweilig ist, mache ich jetzt auch noch gleich meinen ersten Eindruck und sorry, dass wie gesagt schon die Qualität beim Unboxing nicht so geil war, aber jetzt müsste es ein bisschen besser sein. So, hier sieht das Tablet. Es sieht hier jetzt schon ein bisschen verschmutzt aus. Ich habe es jetzt schon eingerichtet, war jetzt ungefähr fast 2 Stunden beschäftigt mit dem und ihr seht, ich habe schon allerhand Apps installiert. YouTube Studio, Premiere Rush, da kann man jetzt auch mal reinschauen, denn das musste ich über eine APK erstellen, ging aber dann doch ganz gut schon. Sonst habe ich auch viele andere Apps. Photoshop Express ist für den Arsch, glaubt man, braucht es gar nicht installieren, ist für mich ein Haufen Scheiße. Wie es normale Photoshop dann kriegt, werde ich sehen. Meine Thumbnails werden jetzt erstmal wieder mit Canva gemacht und oder ich mache es am PC mit Photoshop, aber also normale Premiere Rush geht, aber sonst ist das Rest ein Haufen Scheiße. Sonst muss ich sagen, die Tastatur gefällt mir auch schon sehr gut. Am Anfang dachte ich, die hebt nicht so gut, aber ihr seht, es hebt schon ziemlich gut. Die muss aber wirklich richtig einrasten und das ging auch jetzt ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst macht echt auch Spaß mit dem Tablet zu arbeiten. Hier hinten drin, deswegen liegt das ein bisschen höher als der Stift und mit dem kann ich, muss ich sagen, auch bis jetzt noch gut arbeiten. Ich kann jetzt auch mal kurz eine Notiz erstellen und jetzt hier schreiben. Geht auch ziemlich gut, ihr seht es ja. Ich kann es aber da hoch und zu machen. Der Stift fühlt sich nicht ganz so hochwertig an, ist aber doch ziemlich gut und liegt extrem gut in der Hand. Und natürlich könnt ihr es jetzt nicht so gut sehen. 120 Hertz spürt man und es ist krank wie viel. Geile 120 Hertz sind. Die Ränder sind ziemlich dünn.
Das Tablet ist aber, wenn man es jetzt hier zusammengeklappt ist, ein ganz schöner Brocken. Also ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich schaue, dass man es sieht. Hier, so, jetzt sieht man es. Also, boah, ganzer Brocken wiegt auch ordentlich was. Also das ist jetzt wirklich nicht leicht. Hier hinten sieht es auch die Kameraelement. Die Fotos, die damit gemacht worden sind, okay. Aber natürlich na, weit weg von gut. Aber völlig in Ordnung, wie ich zumindest finde. Sonst schreiben kann ich auch ziemlich gut damit. Ich stelle es jetzt mal auf, das sieht man natürlich für euch dann immer extrem schlecht. Ich glaube, so könnt ihr es ein wenig sehen. Ich muss mich noch gewöhnen, dass der Knopf da oben ist und so weit reingeht. Ist ein bisschen komisch, aber mein Gott. Jetzt kann ich mal in den Dex-Mode wechseln. So. Dann, ob ihr es seht. So. Ja, damit kann ich auch relativ gut, muss ich sagen, arbeiten. Auch. Muss ich nur schauen. So. Und hier kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Hier, man kann natürlich auch noch immer weiter benutzen. Aber wenn ich jetzt die Tastatur angeschlossen habe, kriege ich hier, ihr seht, so keine Tastatur angezeigt. Dann muss ich mit der untippen. Wenn ich ein bisschen schade, weil manchmal, ich habe eine Lust, die Tastatur jedes Mal wegzumachen. Aber es geht ganz gut. Vor allem, weil ich mit der Tastatur auch extrem gut schreiben kann. Ihr seht ja, die ist ziemlich gut. Und Größe passt, ich habe relativ kleine Hände, deswegen ist auch das kein Problem. So. Somit bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt werden noch einige Videos über Samsung Tablet 7 kommen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, damit unterstützt ihr mich ja völlig kostenlos. Und reingehauen.